Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Scribble.io zusammen mit Maudado, Zombie und Klaus. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Dann zeichne mal. Das werde ich tun. Mal was Schönes. Ah, was Gelbes. Ich dachte schon, du schreibst. Ich hab gewonnen! Ja! Ja! Ich schreibe das Wort. Ja, ich bin der Zweite! Er ratet das Wort, wenn ich es schreibe. Montagsschreiber. Ja, was so lernt man schreiben und lesen? Erster! Leute, lass mich doch malen! Klaus, ernsthaft Klaus, komm. Ah, sorry. Nicht sorry, hey, Zaun. Hey, ich wollte malen. Ach, ja, nächstes Mal warten wir. Ui. Ach, hä? Komm. Ah. Was? Ich hab das so halbherzig eingegeben und das ist es? Er malte irgendwas Pinkes. Kleid! Oh Mann. Ich habe nur ein rosa T-Shirt gemalt. Ich nehme was richtig Schweres. Okay? Okay. Da waren so viele einfache Sachen, aber ich mache jetzt mal. Nein. Ich fange jetzt mal ganz einfach an. Ich habe das Gefühl, das hat noch nichts mit dem Thema zu tun. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es sehr schwierig für mich. Oh Endlich? Gott, es ist super schwer. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Das ist es schon, das ist es schon. Ich setze jetzt da einen Cut und probiere es nochmal auf eine ganz andere Art Bedeutung, darzustellen. Hat das eine Bedeutung, dass die Punkte an den exakten natürlich. Stellen sind? Was hast du für komische Beispiele für deine Alter? Was? Wo war... Nein! Okay, das ist mir zu schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe Manus Kopf nicht. Ich auch nicht. Was soll ich denn da sonst machen? Wollt ihr mich veräppeln? Zombie versteht immer richtig gut, was Manu meint. Ich lebe schon lange genug mit dem auf. Ja, ja, das war Kopie. Das ist so unfair. Was? Zombie, was soll ich denn da sonst machen? Ja, lieber ein Drucker mal. Oder irgendwas. Oder einfach ja, zwei Papiere. Zwei Menschen. Ja, man hätte Klon oder Zwilling oder so, klar. Aber ich wollte es ja schwer machen. Ich will es ja gar nicht einfach machen. Dann mache ich es auch schwer. Was machst du denn? Ja. Ja. Ach, Scheiße! das verstehst du in der Liebe. Ja, es war ein volles einfache Wort. Ich wollte es ein bisschen schwieriger machen. Oh, jetzt habe ich auch einen. Du hast mich verwirrt, Wort. Weil der Mann pink war. Ja. Ich dachte, du machst ja. Das sexistisch. Der ist nackt. Da sind wir alle pink. Wie kommst du da? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang? Weil es von der Länge her. So ziemlich Ach, passt. Ich kann gar kein Weiß malen, fällt mir gerade auf. Nee, weil der ist schon weiß. Tisch! Ja, Tisch habe ich auch gerade gedacht. Ich habe die Farbe gewechselt, warum ich das manchmal nicht? Seniorenbett. genau. Okay, ihr habt schon mal das Bett. Wasserbett. Was zur Hölle? Ja, das ist ausgemalt. Nee. Das kommt noch, Leute. Er malt ein Bett, ein Typen da drin und dann... Also es fängt auf jeden Fall mit SCH an. Mal dem Sternchen. Oh ne, mit Sternchen habe ich nur einen Begriff im Kopf. Oh, ja, fuck! Oh Mann! Nice! Das hat so Linke, knapp, dass da zwei ey. Leute sind. Ja, ich habe gesagt, dass mit dem. Ja, ich muss ja. Ich dann ein Trennstrich. Nein, einfach ein Trennstrich. Er hat's gesagt, dass es um den anderen geht. Ritter, Krieger ist es nicht. Ui! Okay, also jetzt. Sorry, Leute. Bam! Nein, ja. Nein! Ed Willi! Hä? Ed Willi! Töter? Töter? Hä? Da hat grad jemand. Mach einen Pfeil! Mach einen Pfeil! Zombie! Nein, es. Mach einen Pfeil! Oh! Zombie. Ist das ein Thumbnail? Oh. Machst du gerade einen Thumbnail? Ja. Jetzt weiß ich, wie Zombie die Thumbnails macht. Der geht hier rein! Hä? Du musst einen Pfeil machen, Zombie! Und What? Warum bin ich tot? Hä? Ja, auch jetzt macht er den Pfeil. Mit dem Pfeil hätte er sofort erraten. Ich hab die ganze Zeit einen Töter. Töter. Ich hab clever abgelenkt. Okay, wir machen es jetzt mal wieder richtig schön einfach. Ein Oval. Genau, ein Oval ist das. Ich bleib bei Loch. Ich bleib bei Loch, aber es Avocado klappt nicht. Avocado könnte sein. Musst du öfter machen. Ich wollte gerade sagen, du musst auch noch was malen, weil wir kommen nicht drauf. Fuck man, ich hätte schwören können, dass es Golf ist. Ja, stimmt, könnte es auch sein, aber ist es nicht. Ich mach wieder mal einen Trennstrich als zweites Beispiel. Oh, kommt jetzt wieder das Flugzeug? Nein, wenn ich schon aber hier, komm, dann...
Beide Turm schreiben. Das ist Turm. Warum, Leute, warum sollte ich erst das da unten malen? Mann, und bei dann dir fragen wir uns so viel. Das da noch. Ich überleg grad. Also das ich ist mach nochmal, ich mach also der. Also ein Loch und ein Haus gebaut. Ja. Einer hat's verstanden. Das ergibt gar keinen Sinn, was du das machst. Ist natürlich! Was soll denn das Grüne darstellen? Ein Weg! Einfach nur, damit ihr versteht, was das ist. Ein Loch? Ja, genau. Ein Loch ist tief. Und dann habe ich als Verdeutlichung noch das Gegenteil gebaut. Round 2. Fight! Na, weiß es schon wer? Das ist es nicht. Also ich habe jetzt so viele richtige, gute Wörter geschrieben. Also es ist so einfach. Also das dann... Das ist ja alles getrennt. Was zur Hölle? Ach, das so. Müsst ihr alles getrennt... Ich krieg Schwarz nicht ausgewählt. Ach, ich bin auch ein Eraser, so. Sorry. Das ist alles. Ja, da hättest du wieder einen Trendstream machen sollen. Also, sorry, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Nee, es ergibt ja schon Sinn. Er hat nur unten drunter noch ein E bauen sollen. Mit verdampftem Wasser. Wie hilft das denn bei Wetter? So entsteht Wetter. Ja, du musst den Zyklus auch der Welt näher bringen, ne? Ich hätte einen Wetterkreislauf machen können, das wäre cool gewesen. Strich, 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 hallo? Nee, das war da nochmal löscht. Man hat bisher eben noch nichts erkannt. Weil das Wort ist auch so verlangt, man kann das nicht zufällig... Was machst du denn? Spritze? Ja! Hey, ist es nicht ein Bleistift? Nein, ein Bleistift in Gelb? Gelbstift. Scheiße. Ja! Ah, fuck. Oh Mann, wie lange wir gebraucht haben! Farbstift! Gelbstift, Farbstift. So nennt man das in Luxemburg. Ach so, ah ja. Gezeiten war so gut, Flut und Ebbe. Schiff, das ist ein Schiff. Boom! Ja! Das hast du richtig mit geil gemacht! Plattform. Ja, sobald ich den D bekomme, weiß ich Bescheid. Eine Sandburg? DB. Oh, Schleichwerbung. Sandburg. Vielleicht soll ich es auch mal eingeben. Er sagt's. Was könnte es sein? Ja, dich muss ich nehmen. Nein! Oh mein Gott. Ich hatte... Leute, da war gerade Kugelfisch und ich hab's nicht genommen. Warum hast du es nicht gemacht? Weil ich noch was anderes gesehen habe, was mich einfach... Ach Mann, ach Mann. Oh nein. Warum immer die Gesichter? Mann, Junge! Wieso sind die immer traurig? Sind sie. Der andere hat gelacht? Ich hab noch nie ein Lachen bei dir gesehen. Ich spüre immer ihre Schmerzen. Oh, ich seh's, hier, Keim. Das ist grün. Ja. Dann ist es. Hä? Ich hatte recht! Na, ist eigentlich dumm. So, passt auf. Was das ist, wisst ihr, oder? Ein Baum. Baum. Ja, genau. Und jetzt, wer könnte das da sein? Ja, das bist du und du hast eine Allergie gegenüber dem Baum. Ja, ja. Ja, ich weiß welche. Okay, ja! Ich auch. Da muss man mich dann kennen. Nee, Birke. Genau. Nicht erschreiben, Odado. Da war einfach, Leute, da war einfach Kugelfisch und ich nehme es nicht. Immer noch traumatisiert. Ja. Vor allem so, als wäre es unser Fehler. Ja, war es auch. Oh, Ball, Kopf. Ist das jetzt wieder ein Mann oder eine Frau? Ist schon wieder pink? Oder ist der einfach wieder nackt? Warte, Moment, das ist was. Ich hab was falsch gemacht, tut mir leid. Ich lösch nochmal. Nein, wie löscht man alles? Unten ist egal. Rechts ist ein Dings. Ein Löscheimer. Okay. Mit Löscheimer, Löschkorb. Löscheimer. Papierkorb. So. Mülleimer. Machen wir erstmal das Wichtige. Ach, guck mal, da haben wir wieder gleich gedacht. Ja. Ja? Ihr seid nicht. Ja! Was? Komm schon, Manu. Dein Kopf macht die Bewegung. Nein! Er war auch komm, ja. Bondado nimmt immer die längsten Wörter. Der guckt gar nicht, was das Wort ist, sondern was das längste ist. Oh. Schade. Alle rasten so voll aus. Oh, ich fange wieder mit den unwichtigen Sachen an, damit ich länger malen darf. Ja, genau. Was könnte denn so lang sein? Tiergarten. Sternschnuppe. Das ist mir eine Farbenwechsel. Ist das ein Mund? Ist das ein Haus? Ah, ich weiß es. Nein. Ah, ich krieg's nicht eingetippt. Lol. Ach so, ich, was? Ich hab's so oft vertippt. Du hast dich da echt vertippt. Ach Mann. Ich hab's erst gar nicht gesehen.
der Leuchter. Wo war denn da der Fehler? Zweimal ohne T. Ja, ja, klar. Ja, ist mir klar. Ich hab's ja erraten. Aber. Oh nein, ey. Oh Gott, was ist das? Ein Arsch? Eine Brille. Eine Skibrille. Ich nehme mir meine Zeit. Was? Ja, hat der Augen? Hat der Probleme nicht mit seinen Augen? Ist das ein... Cool. Ja! Was? Ja, was? Natürlich. Das erkenne ich. Was? Ja, Modano auch. Hä? Also ich habe aber echt mittlerweile das Gefühl, dass es schon ein Vorteil ist, wenn man die Leute kennt. Ja, ja, so. Ja, du, ich weiß sogar, du machst einfach das Pokémon, ne? Kann das sein? Ja. Was? UL? Mulk? Hulk? Mulk, Hulk? Ja. Alter. Eule. Ach, Eule. Ja. Ach, lol. Ah, nice. Okay. Was ist das? Ich weiß halt nicht, warum du zuerst einen Pokéball machst. Kannst du bitte aufhören zu singen? Was hat er gemacht? Er hat einen Pokéball gemacht, aber... Da guck, er lacht! Aha. Oh, er lacht, er hat ein schiefes Auge. Hä? Das ist... Oh, ich wollte ihn gezeitigen. So ein Spinnenmensch! Trainer! Oli, wie kommst du auf Trainer, wenn er einen Ball malt? Das ist ein Pokéball! Das hast du nicht erkannt? Ja, ich hab Pokéball erkannt, aber... Du hast einen Pokéball gemalt, wie soll ich denn denken, dass du einen Trainer malst? Klaus hat scheinbar geschafft. Ja, weil ich gedacht habe, du malst eh wieder irgendwas, was nichts damit direkt zu tun hat, sondern nur... Ach genau, überleitet. Genau. Ein Pokéball hat dann nichts mit... Ich meine, okay, der hätte mal einen Pokéball... Hättest du erst den Trainer gemalt und den dann Pokébälle gegeben, hätte es 100 Mal mehr Sinn ergeben. Ja. Na, ich wollte aber erst den Pokéball bauen. Okay. Das war's für heute. Bewertet den Part und schaut in die Beschreibung. Da sind noch die anderen verlinkt. Bis dann. Tschüss.